Ich begrüße Sie. Gründer für eine Online-VHS gesucht, um CLIL und interkulturelle Bildung zu verknüpfen. Das ist der Titel dieser Präsentation, die schon etwas länger braucht, um klarzumachen, um was es hier geht. Die Begriffe CLIL und die da noch kommen werden, die habe ich im Anhang zusammengefasst. Im Übrigen können Sie diese Präsentation auch als PDF-Dokument herunterladen und da funktionieren diese Links auch. Aber zunächst will ich mich kurz vorstellen. Auch zu mir kann man im Internet das Profil finden. Aber in Kürze, ich bin Konrad Rennert, Jahrgang 1954, Diplomphysiker und habe die meiste Zeit meines Berufslebens als IT-Trainer gearbeitet. Und das tue ich auch jetzt noch im Ruhestand und habe hohes Interesse daran, das noch möglichst lange zu tun. Die Gründung einer Online-VHS, die halte ich deshalb für nötig, weil ich schon seit langem Kontakte zu diversen Entscheidungsträgern habe, auch an Volkshochschulen. Und ich habe dieses Thema Online-Kurse vorgeschlagen, schon vor der Pandemie. Aber da hieß es dann immer nur Gemach. Wir haben auch gar keine Zeit dafür, uns damit zu beschäftigen. Und dann ist unser Einzugsbereich, der ist also nur auf den Kreis beschränkt. Und bei einer Online-VHS müsste zu viel geklärt werden. Deshalb mein Vorschlag, dass man sowas gründet. Und zwar Leute, die an solchen Themen CLIL und Weiterbildung Interesse haben. Der jetzige Zeitpunkt, der ist geradezu ideal, um so eine Gründung zu versuchen, weil durch den Krieg in der Ukraine, da kommen Tausende, wahrscheinlich Hunderttausende von gut qualifizierten Menschen zu uns und die benötigen in kürzester Zeit sehr gute Sprachkenntnisse, wenn sie hier angemessen beschäftigt werden möchten. Und da ist CLIL, ich habe da gerade drauf gezeigt, eine ideale Sache, da steht Content and Language Integrated Learning. Das heißt, es kommt auf den Inhalt an und mit der Sprache ist das natürlich verknüpft, weil ohne Sprache kann man ja keinen Inhalt vermitteln. Diese Menschen, die zu uns kommen, die haben ja schon alle oder zum größten Teil, wenn sie erwachsen sind, eine sehr gute Ausbildung. Viele sind Akademiker oder Fachleute, Ingenieure und die benötigen eben schnellstens Fremdsprachenkenntnisse aus ihrer Sicht. Und das will ich also hier erklären, wie ich denke, dass man das durch so eine Gründung voranbringen kann. Die Gründung einer solchen Einrichtung, das wird eine Win-Win-Situation für gemischte Gruppen sein. Nicht jeder eignet sich dafür. Ich habe ja schon gesagt, Zielgruppe bei den Zuwanderern, eben auch viele aus der Ukraine, das sind gut ausgebildete Menschen, die eben schon gewohnt sind, autonom zu arbeiten. Und bei den Deutschen, die mit in diese Gruppe aufgenommen werden sollen, einfach weil man miteinander sprechen muss in der Sprache, die den Muttersprachlern, also den deutschen Teilnehmern, gut bekannt ist. Bei denen muss man natürlich auch einen Vorteil schaffen. Einerseits durch ein Thema, was die hochgradig interessiert und zum anderen eben auch, weil viele durchaus Interesse an interkulturellen Kontakten haben, weil sie die vielleicht interessieren, nicht nur wegen Urlaub, sondern auch beruflich. Und da kann natürlich so etwas auch für diese Gruppe vom Vorteil sein. Ich habe diese Begriffe da unten nochmal ins Deutsche übersetzt, die hier in den beiden Vergleichsspalten stehen. Für die Deutschen wäre dieser Unterricht wäre inhaltlich und interkulturell integriert. Fremdsprache müssen sie keine lernen, weil der Unterricht ja in Deutsch stattfindet. Für die Zuwanderer wäre das integriertes Lernen. Es geht primär um den Inhalt und dabei geht es eben auch um die Sprache, weil ohne diese Sprache Deutsch zu sprechen, können sie ja dem Dozenten oder auch dem Gegenstand des Kurses gar nicht folgen. Man kann jetzt starten, erstmal, weil viele Menschen jetzt da sind und das eben auch erforderlich macht, dass man da jetzt nicht Monate oder Jahre wartet. Die Grundlagen sind erforscht. Ich habe hier rechts oben ein Bild, da steht Copyright Goethe-Institut. Da steht CLIL in der Mitte und in dieser Wortwolke, da sind die Dinge
auch aufgeführt, die das tangiert. Sprachunterricht, klar, ne, wenn ich hier nicht deutsch sprechende Teilnehmer in meinen Kursen habe, dann ist das automatisch Sprachunterricht. Dann haben wir hier den Fachunterricht. Das ist aus meiner Sicht natürlich das, was ich primär bieten kann oder auch viele Kollegen, die eben keine Sprachlehrer sind, aber an Volkshochschulen oder an Bildungseinrichtungen unterrichten. Da ist der Fachunterricht und das für diejenigen, die eben nicht Deutsch als Muttersprache sprechen, das Sprachunterricht, das ist ja klar, ohne neue Vokabeln zu lernen oder im Glossar sich umzuschauen, bringt das wenig, weil man muss ja, um sich auf Prüfungen vorzubereiten, eben schon tief in die Materie einsteigen. Das ist also hier beschrieben. Da ist auch einer der deutschen Protagonisten beschrieben, Dr. Rainer Wicke, steht hier rechts oben. Über den bin ich auf das Thema gestoßen. Der ist, nachdem er in meinem Heimatort tätig war als Lehrer, er war also hier in Felsberg bis kurz bevor ich hier zugezogen bin, Gymnasialzweigleiter, und dann hat er sich also dieser Thematik verschrieben, Weiterbildung oder Fortbildung von Lehrern. Und der hat sich also auch hier in vielen Beiträgen, auch in vielen veröffentlichten Büchern über dieses Thema ausgelassen. Darüber kann man sich einen Einblick verschaffen, wenn man einfach Kliel und Wicke eingibt. Dass das Thema der Machbarkeit, dass das gegessen ist, das heißt, es ist bewiesen, dass es geht, das zeigt ja hier, da steht online VHS Sachsen. Das heißt also, wenn hier so ein Landesverband der Volkshochschulen Online-Kurse anbietet, dann machen die das nicht, weil das erst noch erforscht werden muss, sondern weil das schon geht. Das, was hier in diesem Zusammenhang nötig ist, ist nicht eine lokale Anbindung an Sachsen oder Hessen oder Bayern, sondern das betrifft den ganzen deutschen Sprachraum. Das müsste dann beispielsweise als Sparten-VHS laufen, Kliel-VHS Deutschland oder deutscher Sprachraum. Machbar ist es und deshalb dieses zweite Bild. Dann habe ich hier noch ein drittes aufgeführt. Die Technologie ist vorhanden und auch von mir bekannt und eingesetzt. Das heißt, ich habe also schon eigenständig solche Dinge durchgeführt. Meistens bin ich aber tätig für das Unternehmen, was hier dieses Bild auch geliefert hat, Alpha Training und Alpha View. Das ist die Software, die die nutzen. Da ist also seit ca. 10 Jahren üblich, dass man da Kurse, hier sind jetzt 67 Leute abgebildet, aber da sind es dann meistens 15 bis 25 Teilnehmer, dass die online stattfinden. Und das ist natürlich hochgradig wichtig geworden durch die Pandemie. Und damit kann man natürlich im gesamten Sprachraum Fachleute zusammenfinden, die es ja vielleicht gar nicht in der Dichte einer lokalen VHS gibt, um da einen Kurs anzusetzen. Aber wenn man dann hier Spezialisten, die im ganzen deutschen Sprachraum zugewandert sind, zusammenführen kann und mit deutschen Fachleuten zusammenbringt, dann ist das natürlich eine Sache, die mit dieser Technologie hervorragend machbar ist. Deshalb kann man starten, Grundlagen sind erforscht, Machbarkeit ist gegeben und die Technologie ist vorhanden. Und ich bin also auch jemand, der sich zutraut, damit sofort zu beginnen. Das ist auch das, was mir den Impuls gegeben hat, dass ich es eben kann. Und Kliel habe ich eben auch schon früher angeboten, ohne den Begriff überhaupt zu kennen. Wenn ich also da Kursteilnehmer hatte, zum Teil waren das 8 bis 10 oder 12, die eben nicht deutsche Muttersprachler waren, die ich da bei meinem Karlsruher Auftraggeber im Kurs sitzen hatte. Und die saßen da und konnten mich nur in Deutsch reden hören, weil, wenn da eine mongolische Textildesignerin war, ich konnte keine der Sprachen, Russisch oder Mongolisch oder was auch immer sie früher gelernt hatte. Sie musste eben dem Unterricht, den ich da brachte, eben in Deutsch folgen. Viele meiner Kursteilnehmer, die ich seit Jahren habe, die haben eben einen Migrationshintergrund und müssen trotzdem die Prüfungen in deutscher Sprache ablegen. Und bei den Prüfungen, das sind ja in der Regel Multiple-Choice-Fragen und Antworten, da ist es wichtig, dass die Teilnehmer bei Beginn der Prüfung eben schon mal alle Vokabeln gehört haben im Kontext. Und das ist also, was ich auch seit Jahren schon mache, weil ich natürlich Interesse daran habe, dass die Teilnehmer am Ende auch einen Erfolg haben. Im Übrigen habe ich vor 4 Jahren etwa mit einem chinesischen Studenten, der bei mir im Haus als Mieter eingezogen ist, habe ich
ihn auf die DSH-Prüfung vorbereitet. Er kam hier nach Deutschland, erfüllte zunächst die Voraussetzungen, aber bevor er hier sich in Kassel oder in Karlsruhe einschreiben konnte, da musste er die DSH-Prüfung oder Vergleichbares nachweisen. Das gelang ihm nicht, weil er zu wenig Sprachpraxis hatte. Er hatte zwar die Vokabeln alle drauf, aber im Gespräch konnte er das nicht richtig anwenden. Und da habe ich mit dem ein Projekt gemacht und das hat mir also gezeigt, es bringt eine Menge, wenn man mit anderen Menschen, auch aus anderen Kulturen, spricht und gemeinsam etwas bearbeitet. Und das hat ihn sehr viel gebracht. Wir sind auch heute noch, obwohl er jetzt in China ist, mit gelegentlich in Kontakt. Und er hat, so gut wie er in dieser Zeit Deutsch gesprochen hat, hat er danach nie wieder, weil da musste er nur noch seine Masterarbeit absolvieren und dabei hatte er gar nicht so viele Möglichkeiten, dann mit deutschen Menschen sich auszutauschen, weil ja die Pandemie vieles verboten oder verhindert hat. Mit der notwendigen Technologie, das habe ich schon gesagt, da kenne ich mich aus. Lernmanagementsysteme wie Moodle, die nutze ich seit vielen Jahren, betreibe auch einige. Aber das kann man dann auch im Anhang sich nochmal näher anschauen. Ich habe schon lange Kontakte, habe auch schon Projekte gemacht, aber um in diesem Rahmen erfolgreich zu sein, da braucht man Veranstalter, die da mitmachen und vor allen Dingen in der Lage sind, ausreichende Teilnehmerzahlen zu generieren. Das können Volkshochschulen sein oder Bildungsunternehmen oder Institutionen und Stiftungen, vielleicht auch Unternehmen, welche Interesse haben, dass zugewanderte Mitarbeiter oder zukünftige Mitarbeiter, dass die deutsche Sprache erlernen und Praxis bekommen. Das könnte zum Beispiel für Volkshochschulen interessant sein, die schon Teilnehmer in der deutschen Sprache unterrichtet haben, die vielleicht auch schon Level B1 oder B2 erfolgreich abgeschlossen haben und die sagen, damit du dich jetzt hier am deutschen Arbeitsmarkt bewerben kannst, besuch diesen CLIL-Kurs beim Dozenten Rennert oder wem auch immer. Da gibt es ein Angebot und da kannst du mitmachen. Und wenn es am Anfang eben nur Excel und Word und PowerPoint ist, die man da mit deutschen Muttersprachlern zusammen besucht, dann bringt er das eine ganze Menge mehr, als wenn man jetzt hier nur weiter einen Sprachkurs macht. Für den Einstieg, da habe ich hier IT-Weiterbildung und CLIL auf dem Schirm. Diese Kurse sind deshalb besonders interessant, nicht nur, weil ich mich mit dem Thema seit Jahrzehnten auskenne, sondern es gibt bereits E-Books vom Herd Verlag und die dürfen, wenn man im Besitz dieses Buches ist, dann darf die jeder in seine Muttersprache übersetzen und dazu eignen sich viele automatische Übersetzungstools. DeepL habe ich schon genannt, aber es könnten auch andere sein. Translate Google gibt es noch, von Microsoft gibt es was und viele andere mehr. Diese Erklärvideos, die ich anbiete oder die ich schon angeboten habe, 3 oder 4 finden Sie auch im Anhang aufgelistet zum Thema Excel, die kann man mit Untertiteln versehen. Wichtig ist, dass die in der Originalsprache, also bei mir in Deutsch, ordentlich transkribiert werden und dann kann man die eben in die üblichen europäischen Sprachen, und das ist bei DeepL sind es 24 oder ich glaube sogar noch ein paar mehr, wenn man Englisch, Amerikanisch und Englisch USA als verschiedene Varianten nimmt oder Portugiesisch und Portugiesisch-Brasilianisch gibt es da auch. Also je nachdem, ob man das jetzt als 2 Sprachen ansieht oder nur als eine. Deshalb diese Zahl zwischen 24 und 28, die kann man dann da mal nehmen. Ukrainisch ist da noch nicht möglich, aber da mache ich mir die Mühe, das mit Google Translate zu übersetzen. Und dann habe ich hier Erklärvideos zu diesen Themen, die man sich in Deutsch anhört, sieht, was ich mache und gleichzeitig kann man das, was ich spreche, in seiner Muttersprache, das heißt in diesen über 20 Sprachen dann abrufen. So, dieses war der erste Teil. Wie ich jetzt konkreter werde, wie ich da vorgehe, das zeige ich jetzt im zweiten Teil. Excel- und CLIL-Kurse, Tabellenkalkulation für Fortgeschrittene mit Sprachförderung und der Möglichkeit, sich mit zugewanderten Teilnehmern interkulturell auszutauschen. Da kann man auch bei dem Thema fächerübergreifendes Deutsch als Fremdsprache anschauen. Das können allerdings nur Dozenten oder Kursleiter unterrichten, die auch Deutschlehrer sind. Ich bin Fachlehrer oder ich bin Dozent für das Thema IT.
Aber wenn das also Fachkollegen sind mit Thema Deutsch, dann kann man das also als FÜDAF bezeichnen. Da kann man also auch eine Menge finden, auch von dem bereits genannten Dr. Wicke. Ich will hier jetzt konkret werden, was Teilnehmerzahlen und Zielgruppe betrifft. Gewohnt bin ich es seit Jahren, oder man kann auch schon sagen, wenn man jetzt die Zeit, wo ich nicht per Videokonferenz unterrichtete, maximal 25 Teilnehmer kann man in solche fortgeschrittenen Kurse aufnehmen. Bei Grundkursen sind es eher weniger. Und die, die hier als Zielgruppe vorgesehen sind, das sind Akademiker, Pädagogen, Ingenieure, Fachkräfte. Fachkräfte heißt, sie haben also eine abgeschlossene Ausbildung und haben also auch schon mal mit Fachbüchern in anderen Sprachen zu tun gehabt. Und das sind sie dann, wenn sie gewohnt sind, autonom zu arbeiten und auch in Teamarbeit zu arbeiten, dann sind sie dafür ideal. Wer da keinerlei Erfahrung hat und nicht zu dieser Gruppe gehört, für den ist dieses eher nichts. Die Teilnehmerzahl bei diesen Kursen sollte etwa so sein, dass die Hälfte Muttersprache und die andere Hälfte Teilnehmer mit Deutsch als Fremdsprache sind. Und damit man da nicht zu viele Erklärungen liefern muss oder zu viel nachfragen muss, halte ich den Sprachlevel B2 für angemessen, den man mindestens haben sollte, um da mitzumachen. Es kommt natürlich darauf an, wenn man da jetzt gar keine Prüfung bisher abgelegt hat, aber man meint, ich spreche ganz gut Deutsch, ich sage später noch was zu den Möglichkeiten zu schnuppern. Wenn man da mitmacht und man sieht, mit den Erklärvideos und den eingeblendeten Texten kann man das verstehen, dann ist man also auch schon geeignet, wenn man diesen Level nicht nachweisen kann, aber das will ich also jetzt hier nicht so absolut beschreiben. Die Lernziele hier bei diesem Angebot, das ist der Aufbau und die Erweiterung berufsbezogener digitaler Kompetenzen beim Einsatz der Tabellenkalkulation. Wenn sich das bewährt, kann man das natürlich auf alle anderen Module des Office-Paketes erweitern, beispielsweise Textverarbeitung, Word, PowerPoint, Datenbank, Kommunikation mit Outlook und was es sonst noch so alles gibt. Die fächerübergreifenden Kompetenzen für Zuwanderer im Sinne von fächerübergreifenden Deutsch als Fremdsprachenunterricht, die werden damit natürlich auch in idealer Weise ergänzt. Außerdem machen alle und natürlich auch die deutschen Teilnehmer, die da mitmachen, interkulturelle Erfahrungen. Diejenigen, die als Deutsche mitmachen, die haben ja vielleicht einen gewissen Idealismus und sagen, oh, das ist mal interessant. Erstens helfe ich anderen damit, ich tue mir selbst was Gutes, weil ich mich da vertieft in Excel und Word und PowerPoint einarbeite, aber ich lerne also auch andere Kulturen kennen und andere Denkweisen. Zu den Kosten, es gibt noch keine konkreten Forschungen, deshalb ist mein Ansatz, der erste Monat ist kostenlos, im Prinzip ein Schnupperkurs, wo jeder erstmal mitmachen kann und sehen kann, bringt mir das was? Wenn man dann sieht, dass es so ist und man will weitermachen, dann zahlt man für den Fortsetzungsmonat 50 Euro per Vorkasse. Wenn man nichts zahlt, ist man automatisch exmatrikuliert. Es kann aber auch sein, dass einige Teilnehmer, und solche Beobachtungen habe ich schon öfters gehabt, da sage ich, die können gratis mitmachen, kostenlos mitmachen, weil die sind eine Bereicherung, weil sie eben sehr häufig das, was ich sonst zu tun hätte, nämlich Dinge zu erklären, das können die machen und die sind auch bereit, mit den Zuwanderern sehr intensiv sich auszutauschen in Deutsch und das ist eine Bereicherung und die können dann also auch Gruppenmoderator werden und wer das machen kann und machen will, der erhält dann natürlich auch eine Gebührenbefreiung, weil wenn er hier sich einbringt, dann wäre natürlich nicht angemessen, dass er da noch 50 Euro pro Monat für zahlen muss. Die Methoden, die ich da einsetzen will, das ist, so kenne ich das seit Jahren, der Begriff moderierter und dozentengeleiter Live-Unterricht in modernen virtuellen Klassenzimmern im Homeoffice. Das setzt also bei der Investition, wenn man jetzt wieder die Gründung im Hintergrund hat, wenig voraus. Es muss ein Lernmanagementsystem geben, das kann Open Source sein wie Moodle. Es muss eine Videokonferenzplattform geben, die man monatlich buchen kann. Das geht mit Zoom oder idealerweise wegen der didaktischen Vorteile mit AlphaView.
Das ist also hier beschrieben. So kann man also seine Videokonferenzgruppenräume aufbauen. Und dabei wird es dann so sein, der Kursleiter, der will ja nicht permanent anwesend sein, oder der Dozent, der muss aber einmal pro Woche eine neue Lerneinheit liefern, live vortragen und dazu das Ganze auch noch als Erklärvideo, als Konserve ablegen, wo dann diese wesentlichen Elemente beschrieben werden mit 25 Untertitelsprachen, so habe ich das hier beschrieben. Und dann muss man natürlich auch die Möglichkeit haben, im Abstand von Stunden oder Tagen das Ganze zu besprechen. Deshalb mein Vorschlag, 4 Unterrichtseinheiten pro Woche, wo der Kursleiter und Dozent garantiert anwesend ist, dienstags und donnerstags beispielsweise zwischen 18 und 20 Uhr. Zusätzlich müsste er auch noch moderierte Videokonferenzen anbieten, wenn es Konflikte gibt. Das ist ja so, da kommen ja ganz unterschiedliche Kulturen zusammen. Und da kann es also durchaus heftige Diskussionen geben. Das habe ich also bisher selten gehabt, aber das konnte ich dann immer sehr schnell schlichten. Die Netiquette muss eingehalten werden und dann muss man auch als Kursleiter darauf hinweisen, wer das nicht machen möchte, der wird eben vom Kurs ausgeschlossen. Das heißt, die Verstöße gegen die Netiquette, die müssen auch geahndet werden. Ich habe hier auf der Folie das Thema Zertifikat oder Zeugnis. Damit will ich diese Neugründung nicht belasten, zunächst jedenfalls nicht, weil diejenigen, die da kommen, die haben ja in der Regel schon Kurse besucht bei Volkshochschulen oder bei anderen Weiterbildungsträgern, weil wenn sie den Level B2 erreicht haben sollen, um hier mitzumachen, dann hat man das ja irgendwo zertifiziert bekommen. Und das kann natürlich auch weiterhin dort geschehen, weil die Volkshochschulen, die bieten TELC-Zertifizierung an oder dann gibt es TestDAF, wo man also die Deutsch als Fremdsprachenkenntnisse testen lassen kann, oder die deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang, die kann man regelmäßig an praktisch jeder Universität ablegen, oder das Goethe-Institut bietet Zertifikate an, wenn es um Sprachen geht. Ich selbst bin auch Prüfungsleiter für den ECDL, der heißt jetzt ICDL. Es gibt aber auch solche Prüfungen, die heißen dann Expert oder Expert, European Computer Passport bei den Volkshochschulen. Und Microsoft bietet Microsoft Office Spezialist an. Da kann man sich also auch anmelden. Das will ich also jetzt hier nicht mit aufnehmen. Das wäre also dann eine Sache, kann man mit anderen Bildungsträgern absprechen, vor allen Dingen mit denen, die einem dahin entsendet haben. Die technischen Voraussetzungen, die sind wichtig, dass man die bespricht. Ein Notebook oder früher Laptop oder PC ist geeignet, wenn er mit mindestens 6 Megabit pro Sekunde ans Internet angeschlossen werden kann. Also die Geschwindigkeit für Uploads und Downloads, die muss also mindestens diesen Anforderungen genügen. Eine Webcam, da lege ich besonders großen Wert drauf. Ich möchte hier keine Blindflüge haben. Jeder, der hier in Erscheinung tritt, der muss also auch mal gestikulieren können. Man muss in der Mimik im Gesicht auch mal was ablesen können. Und das geht nicht ohne Webcam. Ein Headset mit Mikrofon ist deshalb wichtig. Wenn man nur mit dem eingebauten Lautsprecher und Mikro arbeitet, dann gibt es bei sehr vielen Geräten Rückkopplungen. Das ist sehr störend, vor allen Dingen bei größeren Gruppen. Deshalb Headset und Mikrofon, und damit kann man sehr gut arbeiten. Damit dieser Fachunterricht dann auch durchgeführt werden kann, brauchen wir entweder Microsoft 365, da ist Excel und alles andere aus dem Office-Paket drin. Aber es reicht auch notfalls eine aktuelle Excel-Version, die kann auch schon ein paar Jahre alt sein. Aber das, was man da für fortgeschrittene Kurse benötigt, das ist also in der Regel ab der Version 2016 vollständig vorhanden. Für die Nutzung des Lernmanagementsystems oder auch der Videokonferenzen, um diese zu starten oder Download durchzuführen, brauchen wir natürlich einen aktuellen Browser. Ich habe hier Chrome genannt von Google, Edge von Microsoft, Firefox gibt es noch. Es gibt auch noch ein paar andere, wenn sie aktuell sind. Und vor allen Dingen dann, wenn man damit auch Texte übersetzen kann, die man da im Browser ansieht, dann ist das natürlich ideal. Diejenigen, die hier Deutsch als Fremdsprache sprechen, die sollten auf jeden Fall auch DeepL, und zwar die kostenlose Version, installieren, weil damit kann man aus den E-Books beispielsweise eine Seite kopieren und mit einem Tastendruck ist die sofort in die
Sprache der Wahl. Das heißt, es gibt da, habe ich ja eben schon gesagt, 24 bis 28 Varianten ist sie übersetzt. Und dann kann man eben damit das besser sich erschließen, was da als deutsche Kursunterlage bereitgestellt wird. AlphaView, und da gibt es auch eine kostenlose Version, die man sich herunterlädt, macht eben Sinn, weil die Videokonferenzen, die nur browserbasierend arbeiten, die haben nicht die Performance, die man hier im Kurs braucht. Man will schnell mal in den Gruppenraum gehen, man will den Bildschirm mit anderen teilen und das geht mit AlphaView optimal. Da habe ich also auch seit Jahren mit Erfahrung, das geht auch auf iPhones und auf Smartphones von anderen Herstellern und das ist also eine ideale Sache. So, hier habe ich dann nochmal eine Zusammenstellung mit Fallbeispielen, mit Untertiteln in den Videos gebracht. Das eine habe ich ganz am Anfang erwähnt, die Keynote mit meiner persönlichen Vorstellung, die ich also oft bei neuen Kursen bereitstelle, wenn mich die Teilnehmer noch nicht kennen. Und dann habe ich hier noch drei weitere Erklärvideos, die eben das Thema Excel bearbeiten. Und da kann man sich eben schauen, kannst du das, was der Konrad Renner da vorträgt, im Fach Excel oder in der Anwendung Excel, kann man dem folgen? Und wie geht das eben in einer dieser Sprachen? Das ist also hier ein Angebot. Wer sich, nachdem er diese Präsentation hier gehört hat, anmelden möchte oder er sagt, ich will hier mit bei der Gründung machen, ich will Gründer werden, was ja nicht unbedingt Kapital voraussetzt, der meldet sich und da ist hier meine E-Mail-Adresse info@konradrenner.de angegeben. Das, was ich plane, ist ein Start im August 2022. Das heißt, da soll der erste Kurs als Schnupperkurs starten. Und das plane ich, wenn sich da mindestens 20 Teilnehmer finden. Wenn es weniger sind oder überhaupt keiner Interesse dran hat, hier als Veranstalter mitzumachen, dann fällt das natürlich aus. Das ist das Ende der Bildschirmpräsentation. Ich hoffe, dass das Thema CLIL und Gründung einer Online-VHS damit etwas beleuchtet wurde. Ich freue mich natürlich, wenn ich möglichst bald Feedback bekomme und freuen tue ich mich natürlich auch, wenn die Videos, die ich hier erwähnt habe, wenn die Anklang finden, um das Thema hier etwas zu beleuchten. So viel für heute. Tschüss.